Immer mehr Leute scheinen nach Veränderung. Es muss sich was ändern, so kann es nicht weitergehen. Also so, da muss sich was ändern, so kann es nicht weitergehen. Man ruft nach Reformen, manche wünschen sich eine Revolution. Ich selbst identiere eher, wenn es möglich wäre, zu einer sanften Rebellion. Ja? Wobei dann die Frage sich stellt, was ist da der Unterschied zwischen einer Rebellion, einer Revolution und einer Reform? In einem Buch vom Osho habe ich nette Geschichte von ihm gelesen, wie er das sieht. Ein schöner Vergleich. Er sagt, was ist eine Reform? Eine Reform ist Folgendes. Nehmen wir an, Sie leben in einer Wohnung, da schaut es aus wie bei den Drecksspatzen. Also da ist vollkommen vermüllt alles, die Aschenbecher sind zu gemüllt und der Kotzenklo ist nicht ausgeräumt und die McDonalds-Behälter liegen umeinander. Sie wissen, was ich ungefähr meine. Ja? Futtertier steht der Mist umeinander, die Mistzackeln. Die Tierdacken ist gatschig. Ja, die Kotzen, der Kotzenmist, das Katzenstall ist angeschissen, steht Futtertier. Also ganz schrecklich. Jedem Haus weiß, na, da wollen wirkliche Rotzen. Und dann entscheiden sie sich zu einer Reform. Die Reform schaut dann so aus, sie rahmen Futtertier zusammen, also wirklich zusammen. Da wird alles weggeschmissen, da wird geputzt, ja. Eine neue Türdacke wird gekauft, da steht dann herzlich willkommen oben, ein Räucherstäbchen vor der Tür vielleicht, also ein kleiner Blumenschmuck noch auf die Tür montieren. Ja. Das ist eine Reform. Das heißt, von außen schaut es super aus, aber drin schaut es genauso. Also eine darf keiner. Von außen aber es ist pipi-fein. Was ist jetzt dann aber die Revolution? Also eine Revolution wäre in dem Fall, dass sie wirklich anfangen zum Zusammenrahmen in der Wohnung, nicht nur vor der Tür. Sie rahmen da drin zusammen, weil sie wissen, wenn Gäste kommen, muss das schön sein. Sie rahmen das Wohnzimmer zusammen, die Küche, das Vorzimmer und den ganzen Dreck. Und das ist nicht wenig. Schmeißen es ins Badezimmer, ins Kinderzimmer, ins Schlafzimmer, weil da wahrscheinlich eh keiner eine schaut. Das ist dann die Revolution. Und was hingegen ist die Rebellion? Die Rebellion wäre es dann, wenn sie ganz einfach ihre Wohnung immer sauber haben. Immer, das ist einfach immer sauber. Um ihretwillen nämlich. Ja? Weil sie sich einfach wohlfühlen, wenn es nicht dreckig ist. Und es ist ihnen scheißegal, ob da jetzt wer kommt oder nicht, sondern es ist einfach bei ihnen sauber. Das heißt, der Rebell, der kümmert sich eher um seine innere Welt, um die innere Sauberkeit der Wohnung, des inneren Raumes. Ja, und es ist ihm eigentlich scheißegal. Ja, ist gut, ja. Und es ist ihm scheißegal, was sich die anderen von ihm denken. Ja. Der Gast, ich hab's eh gehört. Ja. Mein heutiger Gast ist ein Rebell im besten Sinn. Ein Aufmüpfiger, ein Frecher, es ist Hans Söllner. Hans Söllner, Liedermacher aus Bayern, bekennender Marihuana-Raucher, Raster, bayerischer Raster sozusagen, macht Reggae-Musik und Lieder. Und der Hans ist einer, der sich so weit aus dem Fenster gelernt hat in seinem Leben schon, das trauert ihm ehrlich gesagt nicht. Also da ist dann irgendwo eine Grenze für mich, wo ich sage, das ist jetzt nicht mehr gescheit, das kennt man mehr schaden, als was man hilft. Aber in Hans war das scheinbar eine Zeit lang in seinem Leben wurscht. Selbst wenn Lieder von ihm verboten wurden gerichtlich, hat er sie trotzdem gesungen, hat Politiker beleidigt, hat öffentlich sich einen Joe angeraucht und hat dafür auch einiges an Bußgeldern bezahlen müssen. Man munkelt so von ungefähr 300.000 Euro, was da eine Grenze an in dieses Hobby. Gerichtskosten, Strafgelder, Busse. Und da muss man sich dann fast schon fragen, ob sich diese Investition dann letztendlich auszahlt. Aber am besten fragen wir den Söllner Hans selber, weil der muss ja wissen. Was eine super Investition für Sie wäre, wenn Sie jetzt ganz einfach auf die Werbung verzichten und in dieser Zeit etwas Sinnvolles machen. Lulu gehen, was zum Trinken holen, Schnitten holen, was auch immer. Das ist sinnvoll. Was ist ein gutes Leben? Eine Frage, die sich jeder von uns irgendwann einmal in einem stillen Moment stellen sollte. Habe ich darauf eine Antwort gefunden, stelle aber fest, dass meine momentane Lebensgeschichte nicht diesem guten Leben entspricht, muss ich mir fragen, was läuft da falsch? Was hindert mich daran, dieses gute Leben zu führen? Und dritte Frage, was braucht's, um diese angeblich alternativlosen Irrwege wieder zu verlassen? Reicht es, alle 5 Jahre seine Stimme abzugeben?
Oder braucht es mehr, um eine gültige Stimme zu sein? Mein Name ist Roland Thüringer, bin Jahrgang 1963, ich bin freischaffender Schauspieler und ich bin eine gültige Stimme. Und der Herr da hinter mir im Vernehmungszimmer, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so aussieht, sitzt freiwillig da. Er steht unter dem dringenden Verdacht, ebenfalls eine gültige Stimme zu sein. Aber hören wir uns doch an, was uns zu sagen hat, der Liedermacher und Rebell Hans Söllner. So, danke fürs Warten. Was lachst du? Ja, na, Warten gehört dazu manchmal. Ja, bist du ein ungeduldiger Mensch? Mürbemacher. Mürbemacher ist das? Mürbemacher. Also in so einem Sinne ist Mürbemachen und Angst und Schweißausbrüche. Glaube ich. Also ich meine, ich kenne es nicht. Ich meine, ich kenne das auch noch aus dem Film, ehrlich gesagt. Also, schützen möchte ich sowas nicht, aber mein Gott. Ja, du, wenn du nichts verbrochen hast, ist ganz gut. Also mit einem ruhigen Gewissen kann man da ganz entspannt sitzen. Mit einem ruhigen Gewissen, glaube ich, kann überall sitzen. Und das haben wir beide, oder? Sogar im Knast. Ja? Nein, im Knast. Mit einem ruhigen Gewissen ist es schwer drin zum Sitzen, aber es ist, glaube ich, was anderes, wenn du weißt, du hast wirklich was verbrochen und sitzt jetzt drin, weil du das gemacht hast. Aber ist nicht so, wenn du dann drinnen sitzt im Knast und sagst, eigentlich gebührt es mir, dass es okay ist, wenn du drin sitzt und weißt, du hast gar nichts gemacht, du musst deswegen drin sitzen? Ja. Aber ich sage jetzt einmal von meiner Einstellung her, ja, da lieber drin sitzen, wenn ich nichts angestellt habe, als wenn ich drin sitze, weil dann habe ich ja schon vorher was angestellt. Okay, weil die innere Welt einfach... Ja, die ist dann schon durcheinander, glaube ich, ein bisschen. Ja. Obwohl natürlich auch ganz viele sitzen, die wirklich durcheinander gebracht worden sind. Ja. Die gar nicht anders kennen haben. Die gar nicht anders kennen haben, definitiv. Ja. Okay. Du, es gibt so Auswahl. Lauwarmes Wasser, lauwarmer Kaffee. Ein Wasser. Passt. Ja. Frechheit. Du weißt eh, warum ich dich das frage, nicht? Ja. Also, ich glaube, dass Frechheit nicht siegt. Auf die Dauer nicht. Also auf die Dauer siegt Frechheit nicht. Also immer an Frechheit. Was ist Frechheit? Ungestimmt, ich weiß schon genau. Ja. Das ungestimmt sei oder das Wahrheit sagen, Frechheit ist. Also man hat den Anschein, dass da draußen im ersten Moment, man glaubt, dass Lüge siegt und dass Verbrechen siegt und dass Frechheit siegt. Mhm. Aber eigentlich, glaube ich, siegt dann ganz zum Schluss doch die Ehrlichkeit. Und jetzt wäre so banal und so blöd und so. Ja. Aber ich weiß, Übertitel, du weißt, die Liebe. Ja. Im weiteren Sinne, sage ich jetzt das Wort Liebe für alles, das wird... Bist du so ein Alter heraus, wo man frech ist? Nein. Also ich glaube, ich bin gesund frech, sage ich jetzt einmal. Okay. Gesund, also es gibt ja andere Frechheit auch. Aber ich glaube, dass ich so mit meiner Frechheit, glaube ich, kann man umgehen. Also man muss mir jetzt nicht unbedingt ständig verfolgen, egal was es immer. Ja. Rauchst du eigentlich? Ich rauche keinen Tabak. Okay, ich habe nur einen Tabak. Da was anderes hätte ich jetzt leider zufällig. Nein, rauch nicht. Mach steht nicht, wenn ich rauche. Ja, oft ist es so, dass Leute, das ist, du hast es ja auch gewöhnt, das Tabak rauchen. Gell, irgendwann einmal, dass die dann sagen, ich weiß nicht, irgendwie. Wenn sie da rauchen, dann kriege ich auch wieder einen Gust oder irgend sowas. Also wenn ich jetzt einen Glust kriege, dass du rauchst, dann habe ich das Rauchen nicht aufgehört. Okay, stimmt. Ja. Also jetzt. Stimmt. Ja, okay. Jetzt müssen wir das Feuer suchen. Und bereust du manches, was du gemacht hast? Ja. Sag ich jetzt einmal so ganz schnell, ja. Also ich kann jetzt einfach nur sagen, dass ich alles gemacht habe, was ich gemacht habe. Und ich darf es wahrscheinlich auch nicht anders machen, weil ich mir viele Sachen einfach nicht überlegt habe. Aber also viele Sachen sind dabei, die bereue ich natürlich, klar. Ich glaube nicht, dass es ein Leben gibt, dass irgendjemand so, wie sagt man, so gut ist, dass er nichts zu bereuen hat. Wie sagt man so? Ja. Also das ist, so ideal gelebt. So ideal, war, dass, genau. Wenn alles richtig gemacht in meinem Leben, wird das total perfekt gemacht. Ja. Genau. Was bereust du am meisten? Also was ich jetzt also in der jetzigen Situation bereue, ist, dass ich mir keinen Künstler damit zugelegt habe. In der jetzigen Situation bereue ich es ja. Also ich meine, ich habe nicht gewusst, dass man bekannt wird, dass man ins Fernsehen kommt. Das war ja alles nicht so geplant. Ich war ja Gitarre spielender Mechaniker. Also im ersten... Ja, du hast auch der Mechaniker gehen. Genau. Und natürlich gehst du mit deinem ersten Namen einmal auf die Bühne und sagst, ich bin der Hans Söllner oder so. Aber eigentlich hätte ich sagen sollen, ich bin der Huber Sepp.
oder irgendein anderer, keine Ahnung, ich weiß nicht, was du meinst. Also der Fehler war nicht, dass du die Sachen gemacht hast, die du gemacht hast oder gesagt hast, was du gesagt hast, sondern dass du nicht vorher gesagt hast, ich bin ja gar nicht der Söhnerhand, das sagt ja jetzt ganz wie ein anderer. Das hätte ich, das im Nachhinein, hätte okay. Das gerne mal bei Gedichtsverhandlungen gesagt, ja, wieso reden Sie mit mir, ich bin ja gar nicht der... Ich bin ja gar nicht bloß so, das hat ja... Der Sepp Huber, ich bin ja der Hans Söhner. Glaubst du, dass es eingegangen war? Nein, überhaupt nicht, aber es war eine andere Konversationsebene gewesen, weil sie hätten ja nicht mit mir geredet, sondern sie hätten ja mit dem, der auf die Bühne geht, definitiv. Okay, alles klar. Habe ich immer wieder mal probiert, ihnen das zu erklären, dass ich sage, das bin ich jetzt, sie reden ja jetzt nicht mit mir als Künstler, sie reden ja mit mir jetzt als Privatmann, was wollen sie von mir? Ja. Aber das haben sie natürlich nicht gehabt, das ist ja ganz klar. Ja. Weil du kannst auch nicht sagen, ja, ich bin bei mir CDS-Testfahrer und da habe ich einen Tod gefahren und jetzt bin ich privat. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht, genau. Okay. Auf der anderen Seite ist es auch okay, wenn es jeder weiß, dass das du bist. Genau, finde ich auch, dass man zu einem Steh gehabt, was man gemacht hat. Da haben wir uns Völler gesagt. Gerade zu den Völler stehen sehr oft so wichtig. Ja. Gell? Gut, meine erste Frage an den Liedermacher Hans Söllner. Was ist aus deiner Sicht ein gutes Leben? Ich zeichne das auf, das Gespräch. Nur für mich, sonst sind wir unter uns. Du kannst jetzt wirklich sagen, was du willst. Also du ist jetzt... Okay. Ich sage sowieso, was ich will. Ich sage es noch dazu, als Sicherheitshalber, nicht so, wenn man halt was dazu sagt. So, Sie haben das Recht, sich einen Ich wollte nur sagen, ohne meinen Anwalt sage ich gar nichts. Diese Sprüche haben wir halt. Genau. Und, ja. Und da kriege ich ein lauwarmes Wasser, weißt du, das ist dann so alles nur... Na ja, ich sage jetzt nur, das ist die Mürbemacht-Taktik in so einem Raum. Die kommt schon mit, gell. Naja, was war die Frage? Na siehst, was ist ein gutes Leben für den Hans? Eigentlich ist ein gutes Leben, dass du auf so eine Frage nicht antworten kannst. Ein gutes Leben ist, wenn man auf diese Frage nicht antworten kann. Das ist gut. Aber das ist gut, ich kann darauf antworten. Okay. Eigentlich sage ich, ist ein gutes Leben, wenn du auf diese Frage keine Antwort weißt. Aber ich kann darauf antworten, weil ich habe nicht so, sag jetzt einmal, gutes Leben, was man unter gut, natürlich, ich meine, in der heutigen Zeit ist es gut, wenn du einen Job hast, wenn du versichert bist, wenn du Geld hast, wenn du das und das leisten kannst und das zahlen kannst für die Kinder, Schule, irgendwo. Ja. Das ist ein gutes Leben, im Allgemeinen. Ja. Für mich ist ein gutes Leben, dass du irgendwo hingehst, heute auf Nacht, und da freut sich wer auf dich. Und das ist eigentlich das, was ich sage. Ich muss halt auf die Frage nicht antworten. Weißt du, ich gehe heute in ein Hotel, es ist keiner da, ich fahre nicht heim. Das, weißt du, was ich meine? Ist so, okay. Das kann man nicht. Das heißt, wärst du jetzt lieber, wenn du nicht der Hans Söllner warst, der umeinander fährt und dort spielt und dann sitzt er dort und dann geht er in ein Hotelzimmer, ist er los und einfach, der daheim irgendwo lebt mit seiner Familie auf einem Hof, war das jetzt das gute Leben für dich? Ich sehe es bei anderen und es ist auch kein gutes Leben bei ihnen. Ich sehe bei anderen, dass sie auch nicht glücklich sind. Ich sehe bei anderen, dass sie eben auch, was weiß ich jetzt, keine Ahnung, streiten, wie die Idioten mit dem Auto fahren, saufen, Drogen nehmen, egal was auch immer. Und ein gutes Leben, so geht es einmal, zeichnet sich aus, dass du einfach gut lebst, dass du das alles nicht brauchst. Du brauchst keine Verstärker, du brauchst keine Dämmer, du brauchst gar nichts. Das ist irgendwie so, da kommst du einfach heim, es ist alles irgendwo in der Mitte, was nicht langweilig ist. Die Mitte ist nicht unbedingt, dass das langweilig ist. Der kommt heim nach der Arbeit und so. Ein gutes Leben ist, dass du die Arbeit machst, die du machen magst und dass du so viel davon machst, wie du es machen magst. Das ist, also ich kann es ja erklären, was ein gutes Leben ist, weil das ist ja natürlich... Ja. Aber du machst ja die Arbeit, was du machen willst. Ja, ja, aber... Und du kannst es ja ändern. Ja, ja, aber das Umfeld spielt nicht mit. Das also so wie es. Mir geht es ja genauso wie dir. Ja? Ich bin 3,5 Tage in der Woche nicht daheim. Ja, ja. Und dann komme ich heim, Freitag Nachmittag, bis ich wirklich daheim bin. Also wirklich, als ein Ganzer, weil die Indianer sagt, die Seele braucht ein bisschen, bis mitkommt. Bis ich daheim bin, fahre ich am Dienstag zum Mittag schon wieder weg. Ja. Und das schon seit einigen Jahren jetzt. Ja, ja, genau. Aber es ist trotzdem, es liegt an mir, ich könnte es ändern. Nein, das glaube ich nicht. Es ist einfach meine Meinung, dass du mal gehen. Ich mache das, ich habe das jetzt gesagt. Ich habe das gesagt vor einem Jahr, meiner Agentur, passt auf, 2016, 15. Mai, letzter Spieltag. Und erster Spieltag wieder 15. Oktober. Ich bin einmal ein halbes Jahr daheim. Das Einzige, was ich mache, ich muss den Freitag dazu nehmen, als Spieltag. Damit es ungefähr von den Auftritts, von der Schlagzeug gleich bleibt. Ja. Aber das denke mir, das probiere ich jetzt einmal aus. Vielleicht tut es mir nicht gut. Vielleicht sitze ich dann schon im Juli und denke mir, jetzt irgendwie, das weiß ich nicht, weil das habe ich noch nie so gemacht. Also ich kann dir einen guten Rat geben. Aber lese einen Gandhi durch und der Gandhi sagt dann ganz
wie sagt man, einen ganz einen wichtigen Satz in meinem Leben, verstehst? Ich bin in meiner Inkonsequenz wahnsinnig konsequent. Wenn es dir nach 3 Monaten nicht mehr taugt, dann muss das nicht wie es 2021 weitergehen. Weißt du, das ist immer die. Das ist, ja, okay. Jetzt sag ich mal, von was du redest, das weiß ich nicht. Hast du das schon jemals gemacht, ein halbes Jahr? Aus Zeit oder was auch immer? Ja. Aber da muss ich dazu sagen, da war ich auch noch nicht so, systemmäßig wie sagt man, verkauft. Also ich bin jetzt nicht verkauft an eine Plattenfirma, ich bin nicht verkauft an eine Fernsehproduktionsfirma. Ich bin verkauft an das, was ich mir für mein Leben rausgesucht habe. Ich habe ein Haus gebaut, ich habe 2 Häuser gebaut, ich habe eine Family in erster Ehe, ich habe eine Family in zweiter Ehe, ich habe Zahlungen zu machen und ich arbeite so oder ich wirtschafte so, dass ich versuche, dass am Jahresende plus minus null ausgeht. Das heißt, ich probiere, dass ich nicht ins neue Jahr schon mit 40.000 Miese reingehe, sondern ich sage, okay, ich gehe ins neue Jahr mit dem rein, was ich als Monatswechsel habe, dann ist das so. Ich kann ein Jahr nicht aussetzen. Meine Situation ist die, dass wenn ich mir morgen anbreche und ich mache im Frühjahr einfach 60 Konzerte weniger, dass die Bank sofort da ist. Also es gibt bei mir, ich habe keine Sicherheit. Ich habe keinen Spielraum, genau. Den hätte ich gern, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Hätte ich gern hinter mir irgendwo auf dem Konto. Auf der anderen Seite sage ich mir, darf ich wahrscheinlich dann auch ganz viele Sachen anders machen. Ich darf anders damit umgehen, so wie du. Ich darf einfach dann ein halbes Jahr daheim bleiben und darf wahrscheinlich schauen. Ich darf es auch probieren, aber ich kann es nicht einmal probieren. Ja. Okay. Also ich bin in der Situation, dass ich nicht einmal probieren kann. Also das ist irgendwie so. Du hast einfach zu viel Abhängigkeit. Ich habe 80 Konzerte im Jahr, sage ich jetzt einmal, 70, 80 Konzerte, ich bin viel unterwegs. Ja. Und ich kann jetzt immer wieder sagen, ich höre oft den Satz, du bist ja nie daheim. Aber das ist einer, der in die Arbeit geht 8 Stunden am Tag auch nicht. Ja. Weil der kommt auf Nacht und sagt, ich mag jetzt Fernsehen schauen oder mag Zeitung lesen. Der ist zwar daheim, aber er ist nicht. Genau. Ja. Und ich habe halt das Gefühl gehabt, wenn ich dann daheim war, wie du sagst, wenn das einmal runterfällt, ich komme nach 15 Tagen zurück, war jeden Tag da der Hero oder irgendwas, weiß ich was, hab mit meinen Fans geredet, hab da ein bisschen in der Hotellobby nur einen Wein getrunken und dann ins Bett gegangen, am nächsten Tag auschecken, ging so, dann kommst du nach 15 Tagen heim. Dann wird von dir erwartet, dass du jetzt umswitcht, der Schalter legst, wie du Familienvater, Vater, Ehemann, Hausbauer, egal was immer. Das geht überhaupt nicht, weil, wie du sagst, selbst wenn sie das nach 4, 5 Tagen legt, dieses Adrenalin, sage ich jetzt einmal, verschwindet, dieses nervös aufgeregte Adrenalin, dieses Künstler-Adrenalin, das ist was anderes, wie ein Sportler hat oder so, dann bist du schon wieder mit deinen Gedanken bei der nächsten Tour oder beim nächsten, ich muss wieder mal schreiben oder. Weißt du, was ich meine? Es ist irgendwie so, eigentlich brauchst du für das, was du sagst, von einem guten Leben jemanden, der das versteht. Der einfach sagt, zu dir sagt, sag mal, musst du nicht wieder mal was schreiben? Musst du nicht wieder mal eine Gitarre üben? Oder musst du nicht wieder mal mit deiner Band? Bist du wieder ein bisschen auf Tournee fahren? Jetzt bist du so lange daheim? Jetzt. Nicht einmal das, weil das ist sowieso dabei bei dem Job. Okay. Dass du auf eine Tournee fährst, dass du rausgehst und dich herzeigst und die mitteilst. Okay. Aber ich kann jetzt nur sagen, dass ich jetzt aber ganz banal Econ kennen, bei dem das funktioniert. Mhm. Also aber das hängt an Abhängigkeiten, die wir uns geschaffen haben. Weil die 2 Häuser sind Abhängigkeiten. Und dass du so 2 Häuser baut. Ja, aber das kann der trotzdem dein Partner immer nur verstehen. Ja, klar. Weißt du, was ich meine? Ich weiß schon, also, weil ich arbeite ja gerne und du arbeitest immer dann gut, wenn du in Sicherheit bist, sage ich jetzt mal so. Wobei ich glaube, dass bei mir das vielleicht einfach auch ein bisschen anders war. Ich bin ja nicht aus einer Sicherheit gekommen. Ich bin ja aus einer anderen Familie gekommen, aus einer anderen Struktur und die kann ganz gut eigentlich mit dieser Unsicherheit umgehen. Ich glaube, dass das eher so dieses ständig irgendwie in Unsicherheit sei, bei mir eine bestimmte Art von Kreativität fördert. Egal wie auch immer. Und ich konnte das, sage ich jetzt einmal mit Marihuana, was ich ja seit meinem 26. Lebensjahr rauche, ziemlich gut. Konnte ich das ziemlich gut, einstellen. So, das ist wie ein Medikament, das einfach so meine Unruhe einstellt. Mein verfolgt sein, das kann ich ganz gut. Also nicht für jeden, um Gottes Willen, möchte ich das nicht sagen. Es ist, ich habe das Glück gehabt, dass ich erst sehr spät dazugekommen bin. Ich habe das Glück gehabt, dass ich keinen Vater gehabt habe, der gekifft hat, dem es wurscht war. So. Ja. Also, das war mir bei meinen Kindern auch nie wurscht, wenn die angefangen haben früh. Ich habe mit denen viel diskutiert. Aber eigentlich weiß gut, wenn du später anfängst. Ganz banal. Ja. Jetzt muss ich dir was fragen.
Ich habe dich eigentlich jetzt total vor kurzem erst wirklich persönlich kennengelernt. Nicht? Aber ich weiß, dass es in Söln noch Hans gibt. Bei uns in der Gemeinde, der Heinz Hansi, der kennt dich persönlich, der erzählt von dir und so. Mhm. Immer, ja, der Hansi, ja, genau. Mit seinem Buben am Hansi. Genau. Ah, bist du daher? Da bin ich. Bei meinem Kirchen. Ja, oder was ist das, bei meinem Kirchen? Ah, da, Kasten. Da bin ich daheim. Ja, wow. Ja, da bin ich zu Hause. Ja. Und ich war bei einem Konzert, wie du in St. Pölten gespielt hast und so, halt tut er mir und so. Nicht? Und was jetzt mir auffällt, ist, dass nicht die Leute dort sind, ja, die Kiffer sind. Mhm. Weil sie sich verstanden fühlen, weil sie sagen, der ist leibend, der ist so wie mir. Mhm. Ja, was wäre mit dem Hans Söllner geworden, glaubst du, wenn du nicht gekifft hast und das auch offiziell gesagt hast, Schatz, ich rauche das, mir ist das wurscht, mir legt es in den Arsch, was für Leute waren da angekommen? Dieselben. Dieselben, doch? Ich bin überzeugt davon, dieselben, ja. Weil also ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, dass die da kommen, es sind sehr wenig Leute, die wirklich einfach nur kommen, weil sie wissen, wie der Kiffer. Ich glaube, dass viele Leute einfach kommen, um sich auch wirklich... Du kriegst es nicht so wirklich mit. Ich bin für die Legalisierung. Also ich bin jetzt nicht für die Freigabe ohne Altersbegrenzung. Also ich bin für die Legalisierung. Ja. Ich bin eigentlich nicht für die Legalisierung, ich bin eigentlich für die Entkriminalisierung. Ja. Weil wenn es nicht kriminalisiert wird, ist es eh scheißegal, ob es rauchst oder nicht. Also ich darf es nicht einmal so hoch bewerten, irgendwie das Ganze. Aber ich glaube, dieselben Kammerten, weil ich habe schon über das Kiffen geredet und über das Kiffen gesungen, wie ich nur selber gar nicht gekifft habe. Also einen Marihuana-Baum habe ich geschrieben, da habe ich selber noch gar nicht gekifft. Echt wahr? Ja, also das war einfach so, weil ich bin mit vielen Leuten zusammen gewesen, die gekifft haben, ich habe es mir nicht traut. Definitiv bin ich aus einer, sage ich jetzt, drogengebeutelten Familie gekommen und ich habe es mir einfach nicht traut. Ja, ich habe Alkohol, Drogen, alles, meine Brüder haben sich das ganz schön eingeschenkt. Also ich brauche das nicht. Ich habe das gesehen, ich habe das erkannt, ich habe gesagt, ich brauche das nicht, das brauche ich nicht. Da aufs Dachhaus ist Speim oder nicht aufstehen in der Früh oder einen Wecker nicht hören, das brauche ich nicht. Schrecklich. Das ist schrecklich. Genau. Und das habe ich mal gesagt, das ist schrecklich, ich brauche das nicht. Und habe dadurch, ich habe erst mit 44 das erste Mal Alkohol getrunken. Also mit 44 habe ich das erste Mal Alkohol getrunken und ich habe mit 26 das erste Mal, ich habe natürlich mit 12 oder mit 13 Zigarettenrauch angefangen. Weil der Papa hat geraucht und habe Zigaretten, hörst du einmal da eine und da eine. Und dann die Freunde fangen an und dann fangst du rauchen an. Und ich habe auch bis 1999 geraucht und das ist das einzige Datum, das ich mir wirklich auf Anhieb merken, ist der 2. Februar 1999, da habe ich das Rauchen aufgehört, Tabak. Ja. Und da habe ich 2 Jahre gar nichts geraucht und jetzt seitdem rauche ich pur. Also seit 2002 rauche ich pur. Ja. Und das ist einfach nur mal ganz was anderes, als wie diese Rumbröselerei und dann da ein bisschen mitrauchen und da einen Zug und so. Ja. Und dann mit 14, mit 12 brauchen wir gar nicht diskutieren über Tabletten oder Ritalin, Urspruch, egal jetzt was Urspruch. Immer. Scheiße. Es ist egal, scheißegal, genau. Ja. Also da brauchen wir jetzt nicht über Hanf explizit reden. Ja. Genau. Ja. Also, und das habe ich, das mir erspart blieben aus. Mhm. Durch meine Angst, durch meine Feigheit vielleicht auch, weil früher haben sie gesagt, hey, du feige Sau, da kannst du da auch was drin sagen. Nein, ich wollte das nichts trinken, ich wollte da nichts rauchen, ich wollte da nicht anziehen, ich wollte da nicht probieren, ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Ich wollte immer Herr meiner Sinne sein und ich habe gesehen, wie das ist, wenn du das nicht bist. Das ist beschämend und das ist schrecklich. Ordinär. Ich bin angesoffen, ich bin sehr selten betrunken, aber deswegen nicht, weil ich keinen Alkohol trinke, sondern ich habe irgendwie so einen Stoffwechsel. Ich kann relativ viel trinken und bin nicht angesoffen. Es gibt ja Leute, die trinken ein Achtel und die sind schon... Das ist bei mir nicht. Ja, genau. Ja, aber ich trinke dann, wenn ich was trinke, denke ich, weil es mir schmeckt vom Geschmack her. Weil es gibt wirklich alkoholische Getränke, die schmecken gut. Ja. Ein guter Rum, da schmeckst einfach die Karibik, das schmeckt gut, oder guter Wein. Ja. Aber nur so, wo ich merke, ich habe mich nicht unter Kontrolle. Was ich überhaupt nicht will, was ich hasse wie die Best, ist... die Kontrolle verlieren. Ja, genau. Irgendwann einmal so, da haben sie hat man wie einen Kuchen gegeben. Mhm. Mit einem Gras drin. Scheiße. Scheiße. Einfach nur furchtbar. Ja, scheiße. Eigentlich nur furchtbar. Und unverantwortlich. Ja. Darum klang ja kein Glasl, wenn es auf der Bühne steht, wenn ich es draußen stehen lasse. Ja. Und dann gehe ich wieder zurück, dann trinke ich nicht mehr aus dem Glasl, weil es gibt einfach so viele Arschlöcher, die sagen dann nichts, die gehen dann auf, schmeißen was rein und dann, weiß ich nicht, eine halbe Stunde später scheißt er in die Hosen oder fällt das Gesicht ab. Es gibt einfach Arschlöcher. Das gibt es halt leider Gottes. Das ist halt leider. Also das sage ich jetzt einmal, das war so mein... Okay. Die zweite Frage an den Liedermacher Hans Söllner. Was läuft aus deiner Sicht so falsch momentan? Wie lange haben wir Zeit? Ich schaue da eh mal. Oh Gott, was läuft falsch? Hm.
Also das kann man eigentlich überhaupt nicht. Ist die Frage falsch gestellt? Nein. Die Frage, glaube ich, ist schon das gut. Das ist nur deine persönliche Wahrnehmung. Du musst nicht sagen, ich muss einfach überlegen, wie ich das kanalisiere in meinem Kopf. Ja. Weißt du, weil es läuft nicht so wirklich extrem viel falsch. Es läuft... bei den Falschen so viel, extrem viel falsch. Weil ich glaube, dass der Mensch eigentlich, ich habe es vorhin schon gesagt, irgendwie in dem Satz, versucht oder probiert, für seine Verhältnisse in Frieden zu leben. Also ich glaube jetzt nicht, dass einer, wenn er keine Besitzansprüche stellt oder wenn er nicht ausgefressen ist oder wenn er nicht gierig ist, wenn es Neid nicht gab, Eifersucht nicht gab, dass er dann so mit seiner Zeit umgegangen hat, wie er es jetzt tut. Mhm. Was falsch läuft ist, dass sie die ganze Energie, die es brauchen, um diese Welt in Angst und Schrecken zu versetzen, nicht mehr einsetzen, um diese Angst in... um diese Welt in Frieden und Freude. Wir haben uns draußen auch kurz unterhalten, das ist mein Programm einfach auch, da gehört eigentlich so ein bedingungsloses Grundeinkommen dazu, weltweit. Ist so, dass einer wie du oder ich oder irgendwer da draußen sagt, ich würde auch gerne nachmittag einmal ein Puddel malen oder ich würde gerne mal was weiß ich, stricken lernen oder irgendwas oder in einen Kurs gehen, aber es geht einfach nicht. Es läuft falsch, dass wir die Sicherheit nicht mehr haben, dass wir aufgefangen werden, wenn wir loslassen. Ja. Wir fallen einfach runter und dann sind wir halt da drunter, macht, dann sind wir halt hier. Also ich habe gerade vorhin gesagt, ein guter Einstieg oder ein guter Anfang war, und das läuft eben falsch, dass das nicht in Erwägung ziehen können, in ihrer Denkweise, wenn alle Menschen, die jetzt 8 Stunden oder 10 Stunden am Tag arbeiten, sagst, ihr arbeitet jetzt bloß noch die Hälfte, aber ihr kriegt dasselbe Geld. Weißt du, was ich meine ist? Dass der nicht dann sagt, jetzt muss ich ja mein Auto verkaufen oder jetzt muss ich das, sondern eigentlich ist ein bedingungsloses Grundeinkommen dann die nächste Stufe. Da sagst du, arbeitest gar nicht mehr, du kriegst von dem Tag deiner Geburt an einen Tausender im Monat. Das ist machbar, wenn das haben. Hast du das schon durchgerechnet? Ich habe es noch nicht durchgerechnet, aber es gibt Fachleute, die rechnen sowas durch. Und das ging jetzt ja aus. Wenn du den ganzen Aufwand für die Bürokratie hernimmst, den jetzt Rente kostet, der Kindergeld kostet, der Fahrgeld kostet, einen Zuschlag oder weiß ich nicht, Schulgeld kostet, kannst du ausrechnen, wenn du die Verwaltung anschaust, die da passiert, über das, was passiert, ist es, denke ich mal, bezahlbar. Und ich glaube ja nicht, dass das bezahlbar war. Mhm. Und das war eigentlich so jetzt mal eine gute Voraussetzung, um frei zu sein, um einfach aufgefangen zu sein, damit du weißt, hey, ich muss jetzt nicht erklären, die Wohnung ziehen, ich kann das mir alle nur leisten, wir brauchen jetzt nicht zusammenrücken oder was, verstehst du, aber ich kriege dasselbe Geld. Dieses bedingungslose Grundeinkommen bedeutet nicht, dass man was kaufen kann, sondern dass die Grundbedürfnisse damit abgedeckt sind. Die Grundbedürfnisse, das heißt, genau. Ja, der Tausender ist... Ein Essen, ein Dach, Kopf, genau, Wärme. Genau, genau. Wenn du dann mehr willst, wenn du einen Mercedes willst und Kaffee saufen willst, oder du willst einen Großraucher... Du musst arbeiten. Du musst arbeiten gehen, genau. Und dann gibt es halt die, die sagen, ja, ich mag arbeiten gehen, ich mag einen Mercedes, ich mag 2 Mercedes. Naja, für Großraucher muss man nicht arbeiten gehen, das braucht man nur anbauen. Ja, aber wenn es legal war, dann darf ich es nicht mehr anbauen, dann darf ich es mir kaufen. Ach so, okay. Dann darf ich irgendwie, also wenn meine Kunst mir jetzt nicht kaufen, dann muss ich es nicht anbauen. Ja. Es gibt ja Dinge, die muss man nicht kaufen, die braucht man nur wachsen lassen. Genau, so ist es. Gemüse zum Beispiel, oder was immer dazu brauchst, da war ein Grund, wo du das... Nicht einmal, ich kann mit meinem Nachbarn auch nicht machen. Ich kann dir zu einem sagen, du, ich sehe, hast du 300 Quadratmeter Rasen. Ja. Brauchst du das wirklich? Kann willst ich mal wirklich so viel mahnen? Willst du nicht weniger mahnen? Ich mache dann unter 4 kriege ich einen Quadratmeter und da tue ich mir 2 Pflanzen drauf. Ja. Das geht nicht auch. Ja. Also, das ist aber das, was ich meine. Da muss mein Nachbar auch da sein, da muss auch ich Zeit haben, da muss ich dann einfach nicht von der Arbeit kommen, schnell reinfressen und dann nur auf Nacht 2 Stunden da schnell arbeiten und da, damit ich mir den Urlaub leisten kann oder das Auto da draußen, sondern da möchte ich Zeit haben dafür. Hat es unterm Strich, dass wir alle miteinander viel zu viel beschäftigt sind? Eigentlich heißt es unterm Strich, dass wir nicht zu viel beschäftigt sind, sondern dass wir zu viel beschäftigt werden. Und nicht sind, sondern werden. Wir werden es. Ja. Wir werden es durch das, dass sie uns praktisch ständig dass wir ständig mitkriegen, schau mal hier, jetzt kann ich nicht mehr arbeiten gehen, jetzt müssen das Haus verkaufen und der da drin oder so, die müssen das Kind von der Schule nehmen, jetzt müssen wieder auf die Hauptschule gehen oder irgend so. Das ist alles so mit Geld verbunden, alles mit Arbeit verbunden, müssen beide Partner arbeiten gehen. Ich möchte einfach, dass jemand die Möglichkeit hat, dass er sagt,
Nein, ich möchte gerne daheim bleiben, bis mein Kind 14 ist. Mhm. Aus. Ich möchte das nicht erklären können, warum. Ich möchte einfach bei meinem Kind bleiben können. Ich bin die Mutter. Mein Mann geht gerne arbeiten einen halben Tag. Oder, verstehst? Ich möchte gerne daheim bleiben können. Ich möchte trotzdem nicht. Wenn du dir vorstellst, es sind vier Leute in der Familie, sind 4.000 Euro jeden Monat. Da braucht, ja. Da kann der Vater sogar so am Mittag sagen, ja, ich komme wieder heim zum Essen. Das ist okay. Das heißt, wenn wir das jetzt durchdenken als Utopie, dann wäre eigentlich jeder Mensch auf diesem Planeten ein Gewinner. Auf jeden Fall. Jeder, wirklich jeder. Und wer waren dann aber die Verlierer? Gäbe es dann trotzdem Verlierer? Ginge sich das Ganze, glaubst du, aus, ohne dass irgendwas hergehen muss? Er muss einen Verlierer geben. Muss einen Verlierer geben. Nein, ich frage nur. Wir denken nicht mehr schwarz-weiß, ja. Wir denken nicht mehr groß-klar, wir denken nicht mehr weiß, ja. Was weiß ich, rund und eckert. Aber man muss einen Verlierer geben. Kann es nicht irgendwas geben, was keine Verlierer gibt? Also ich meine, natürlich, ich finde nicht, dass es da draußen einen Verlierer gibt. Wenn irgendwelche Gnus durch einen Fluss durchgehen, es kommen die Krokodile daher, dann sind es keine Verlierer. Das ist der Planet funktioniert so. Leider Gott, das ist es so. Okay. Ich meine, das ist im Fluss. Ja, ja. Wenn jetzt da einer gefährlich wird, wenn jetzt irgendein Tierschützer daherkommt und sagt, na, wir bauen jetzt da 300 Kilometer lange Mauer, damit die armen Gnus dann immer durch den Fluss durchgingen. Ja. Das wäre gefährlich, weil dann staut sich das vor der Mauer und die Gnus verrecken hinter der Mauer. Das passiert jetzt gerade mit den Flüchtlingen. Gefährlich wird es, wenn du einen Stau erzeugst. Gefährlich wird es, wenn du irgendwo einen Stein legst in einen kleinen Bach und die steigt und du sagst, hey, da tue ich nur zwei drauf, steigt. Irgendwann einmal ist das 11 Meter hoch und läuft irgendwo drüber oder bricht irgendein Damm. Und dann das käme ja, wie es die Hochwasserverbauung bei uns machen. Ui, Hochwasser war, müssen wir ein bisschen höher bauen. Ui, jetzt ist wieder drüber gegangen, bauen wir noch ein bisschen höher. Und die Katastrophe wird immer größer. Genau so ist. Und das ist eigentlich jetzt im Moment mit den Flüchtlingen. Also ich weiß sowieso nicht, wie man sich anmaßen kann, in einer, wie sagt man, gemeinschaftlichen EU, dass ein Land oder ein Bundesland, nicht einmal ein Land, sondern ein Bundesland von einem Land, sagt, Grenzen dicht, Kontrollen. Oder irgendwer, das sagt bei uns der weiß ich, Seehofer oder irgendwelche Leute oder so, sagen, wir lassen keine Leute mehr zu uns einer. Ja. Also ich denke mir jetzt einmal, das ist ja so, das ist eigentlich gar nicht nachvollziehbar. Das ist sowas von gefährlich und sowas von unkontrollierbar, weil du siehst ja, dass die Leute da nicht zurückgehen, die Gnus gehen ja nicht zurück, sag jetzt einmal. Ich mag jetzt nicht, dass du noch meinst, ich meine, das sind Gnus. Sie drücken von hinten immer weiter und immer weiter und dann kommen wir den Effekt. Ja. Die Mauer fällt um die Energie und dann wird alles niedergewalzt. Nieder. Ja. Und so sage ich mir jetzt mal einfach von meiner Denkweise her, über Fluss und über Energie und was ich verstehe unter dem Ganzen, dass man einen Golfstrom nicht aufhalten kann, indem du, weiß ich nicht, irgendwas reinhängst, damit sie am Panama-Kanal, keine Ahnung, 6 Grad mehr haben im August, weil sie da einen Tourismus brauchen. Ja. Stoppt man das einmal, da bleibt die Wärme da drüben, sondern es geht darum, dass du erkennst, dass wir Haxen haben und gehen müssen, egal wohin. Und das ist Energie. Energie fließt, Energie bewegt sich. Und die halten es gerade auf. Und das ist extrem gefährlich. Und dann gibt es halt auch die Leute, die nicht weiter denken, als der die Energie aufhält und sagt, ja, ich brauche das nicht bei mir, die Energie. Mhm. Er kann sie an sich vorbeifließen lassen. Er braucht sich ja nicht damit konfrontieren. Er kann's ja. Aber ich glaube, dass es gefährlich ist, in der heutigen Zeit sowas zu machen. Mhm. Weil wir sehen, definitiv, dass keiner umdreht. Definitiv ist das meine Anschauung von oben. Wenn ich von oben drauf schaue, weiß ich, die Gnus, die gingen da weiter und da vorne kommt der Fluss, die gingen seit 30.000 Jahren, geht das diese Schleife. Ich schaue Afrika von oben an, das ist alle in dieselbe Richtung. Alle ein Kreis, immer Bewegung, da kommen die Löwen drauf, da kommen die Hyänen drauf, da kommen die Krokodile drauf und ein paar Opfer gibt es immer. Die sind dabei. Dafür vermehren sie sich auch. Dafür gibt es uns ja auch. Verstehst? Ja. Also das, glaube ich, ist so... Mhm. Dass ich glaube, bei dem Prinzip gibt es keine Verlierer, weil der gierig sein will oder gierig sein mag, der kann ja auch gierig sein, der kann ja arbeiten, wenn er mag. Der muss ja dann viel arbeiten. Der muss halt oder darf halt dann viel arbeiten, dann kann er seine Gier stillen. Ja. Aber eigentlich ist es für ihn dann ja auch so, dass er sagt, ja, ist ja nur Platz, weil es arbeiten ja, der da drin arbeitet gar nicht. Ja. Verstehst du? Das gibt es ja dann auch. Dann kommt der, der sich deppert arbeiten will oder krank arbeiten will oder egal was auch immer, gesund arbeiten will, gibt es auch. Ja, die Angst, die dann glaube ich immer kommt, ist, dass also, okay, wenn jeder sein Geld geht, dann arbeitet keiner mehr was. Ja, das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Ja, gar nicht. Sie täten nur was anderes arbeiten, nämlich sinnvolle Sachen machen. Sieg ich so. Der Mensch arbeitet ja gerne. Sieg ich so, ja. Ich meine, es wird du arbeitest auch gerne, oder mit Händen?
Oder? Tust du gern was? Ja, aber es wird auch die Leute geben müssen, die halt trotzdem weiter Schrauben aufgetragen. Irgendwo, irgendwo. Aber die gibt es halt auch. Die sagen, nein, das gelangt mir. Ja. 8 Stunden kann ich nicht. Aber 2 Stunden kann ich. Ja. Oder 4 Stunden kann ich. Ja. Also 8 Stunden machen mich kaputt. Ja. Also ich meine, mit einem 365 Konzert, die mich kaputt machen. Mhm. Oder 60 oder 70 oder 80, das kann ich machen. Das ist irgendwie für mich so, für mein Energiehaushalt, für mein Kreativitätshaushalt ist das okay, weil du kannst ja eine Zeit lang auch ein Programm machen und es wird ja nicht unzeitgemäßer zum Teil. Ich habe Lieder geschrieben vor 30 Jahren, ich spiele jetzt, du meinst, Herrgott, die vorgestern auch schreiben können. Genau. Zu dieser Situation jetzt, besonders mit Flüchtlingen. Ja, ja. Vor allem mir zwar kann ich nicht davon ausgehen, dass es ewig so sein wird, dass Menschen an einer Kasse Eintritt bezahlen, damit sie singen oder mich quatschen hören. Definitiv. Das kann jeden Moment, das kann von einem Tag auf den anderen vorbei sein. Und das kann sein, dass wir nicht mehr kennen aus irgendeinem Grund. Auf jeden Fall. Brichst du die Hand oder was? Oder ja, auf jeden Fall. Oder was, bei mir geht es auch nicht mehr. Das kann jederzeit passieren. Also es ist ja total, eigentlich bewegen wir uns auf einem ganz dünnen Eis. Wir zwar mit dem, was wir tun. Also Absicherung haben wir keine. Ja, doch, die haben wir schon. In einem bestimmten, auf einer bestimmten Art und Weise auch. Hab ich schon Absicherung. Natürlich nicht mehr in dem Maß. Natürlich wird mein Haus draufgehen. Natürlich wird mein Auto draufgehen. Ja. Aber ich werde einen Wohnraum haben und den werden wir finanzieren können, weil ich sage, okay, dann arbeite ich halt nebenbei irgendwo ein bisschen. Dann kann ich mir dieses kleine behalten und kann das bezahlen. Und dann, wenn ich ein Konzert habe, bringst du mir so Kartoffeln und der andere bringt mir halt, weiß ich nicht, 2 Forellen mit und der dritte hat halt, weiß ich nicht, der sagt, ich habe eine Mühle, ich bringe dir Kernöl. Ja. Und dann tue ich mein Haus und alles, was mir jetzt viel Geld kostet, biologische Lebensmittel, Kleidung und so, der eine Schneider, der andere ist, weiß ich nicht, sage ich, hey, wir machen ein Fest in einem Dorf oder so und jeder Handwerker oder jeder, der irgendwas bringt mir irgendwas vorbei, was, das kann ich mir auch vorstellen. Also im Moment natürlich kann ich nicht mit dem Zeug auf die Bank gehen und sagen, ich habe jetzt diesen Mal nicht so viel Geld, aber ich habe Kartoffeln hätte und einen Kern hätte gesagt, das geht jetzt noch nicht. Das ist, wir sind noch nicht so weit, weil die Bankdirektoren einfach immer noch was zum Fressen haben, aber wenn die nichts mehr zum Fressen haben, dann geben wir die Kartoffeln. Das weiß ich einfach. Und auch wenn wir nichts mehr zum Fressen haben, haben die nichts mehr. Das weiß ich. Weil dann ist halt definitiv so, wie die Indianer sagen, das Geld kannst du halt nicht fressen. Genau. Aus. Ja. Das kannst du halt nicht fressen. Das heißt, damit sind wir bei der dritten Frage, wir haben es eh schon fast mit beantwortet. Herr Söllner, was glaubst du, was braucht es momentan? Jetzt haben wir gesagt, Grundeinkommen nehmen, aber was braucht es? Ich muss sagen, es braucht Zeit. Ich glaube, dass Zeit braucht. Ich glaube, und zwar nicht eine Zeit, wo du sagst, so Hartz-IV-Zeit, sage ich jetzt einmal so, wo du nur immer schaust, wie kriege ich den nächsten Job, wo kriegst du das? Zeit, einfach Zeit. Also da sagt die Kinderbuchautorin, komm, ich weiß nicht, warum man den Namen nicht merken kann. Weiß nicht, ist wurscht. Nein, ist nicht wurscht, weil es eine ganz wichtige Person ist, hat auch irgendeinen Nobelpreis gekriegt. Kann mir einer helfen? Irgendwie. Ah, Bibi Langstrumpf, Astrid Lindgren. Lindgren, genau. Genau. Ja. Die sagt einen ganz wichtigen Satz, ist auch einer so von meinen Schlüsselsätzen. Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, um einfach so vor sich hinschauen zu können. Mhm. Um die Zeit geht's. Okay. Dass du einfach sagst, okay. Ja. Und jetzt sitzt du und dann schaust 4 Stunden. Mhm. Das können ganz wenig Leute. Ja. Und ich konnte es in einem Kaffee. Ja. Und ich konnte es im Backstage, ich konnte es da, ich konnte es jetzt sogar. Konnte ich auflaufen lassen, indem ich mich reinsetze und schaue einfach hinten. Das ist einfach, weißt du, was ich meine? Ja. Nein, du weißt, was ich meine. Ja. Diese Art von Zeit, nicht das. Ich weiß, was du meinst, ja. Ich habe im dritten Teil von meiner Vortragsserie höre ich so oft, dass ich über die Zeit rede. So, dass Zeit ja nur ein Konstrukt ist im Kopf, weil in der Natur gibt es keine Zeit, in einem Wald finden sie keine Zeit, da finden sie einen Schwamm, aber keine Zeit. Mhm. Ja, so die Zeit, wie wir sie kennen, diese tickende Zeit, die läuft. Ja. Und dann habe ich so eine Uhr auf der Bühne und dann drehe ich die einfach ab und sage, das ist das Ende der Zeit. Und die Uhr wird finster, dann wird es kurz finster auf der Bühne und dann geht es Licht wieder und ich sitze auf der Bühne und ich mache nichts. Mhm. Es dauert keine 30 Sekunden, bis die Menge anfängt, jetzt hat er Zeit, kommt da noch was, kommt da noch was, Zugabe. Sie halten es nicht aus, dass 30 Sekunden nichts passiert. Da wirkst wirklich, dass jetzt irgendwo, da geht was an. Ich glaube, dass das, was noch dem du den sehnst, einfach einmal sitzen und nichts. Ja? So wie man gerne machen, wenn man am Häusl sitzt, scheißen geht und sich einfach nur aufs Häusl und scheißen. Und du erzählst eigentlich, ich möchte jetzt eigentlich da gar nicht rausgehen, weil das ist eigentlich jetzt gerade super. Ja, dieses einfach mit sich allein sein, viel gar nicht mehr aushalten.
Ja, da kommt natürlich dazu, dass da vielleicht 300, 400, 500 Leute sitzen. Weißt du schon? Ja. Das ist natürlich nur mehr eine andere Situation. Ja. Aber das ist schwer. Also das sage ich auch, also für mich ist es nicht. Ja. Weil eben wir kennen das ja, wenn wir mit dem ein bisschen umeinander spielen und schon gehen, kennen wir das ja. Aber wenn ich jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, der Mensch denkt halt auch so und ich glaube, dass er eben auch so zum Denken aufhört, wenn er sein Grundeinkommen kriegt, weil er sagt, hey, ich habe da jetzt 35 Euro gezahlt. Und der Depp sitzt sich da hier und sagt mir, was Zeit ist. Ja. Verdammt nochmal, verstehst du? Nein, es ist ganz banal irgendwie. Ja, also das ist, dass natürlich du etwas abzuliefern hast oder glaubst, musst, weil probier es andersrum. Sagst du, mach halt ein Seminar in Zeit, verstehst du, es ist 8 Uhr, dann sitzt du auf der Bühne und dann wirklich, dann sitzt du einfach bis 10:30 so da. Ja, das wäre gut, das genau, das geht das ist aber, genau. Das geht ja nicht. Ne? Genau, das geht nicht. Aber das tue ich eben privat daheim, tue ich das. Okay. Schau mir der Frau im Garten zu, oder ich schaue die Bienen zu, oder ich schaue meine Kinder zu. Die Kinder haben auch diese Zeit. Wenn sie nicht Hausaufgaben machen müssen, am Wochenende haben sie diese Zeit, da stehen sie auf, dann spulen sie, dann machen sie das, dann switchen sie ein bisschen rum, die machen nichts fertig, dann machen sie das da hinten wieder. Das ist so, das ist ein anderes Zeitgefüge. Aber nachdem ich schon so viel Zeit verplempert habe, eben für Arbeit, für Lehren, für Gespräche mit meinen Eltern, egal was, mit irgendwelchen Leuten, habe ich jetzt einen anderen Zugang zur Zeit. Sprich, wenn ich in einem Kaffee sitze und es kommt einer her, traue ich mir auch schon mal sagen, du, ich würde jetzt einfach nur gerne da eine Stunde lang sitzen. Ja. Das traue ich mir dann. Und da habe ich eine Zeit lang gebraucht, bis ich mir das traut habe, weil es ist immer arrogant und es ist immer, weißt du, man kennt mich oder die und sagt, hey, kriege ich Autogramm, kein Problem, ein Selfie, kein Problem oder so. Aber dann bin ich schon so und sage, hey, du kannst dich gerne da her sitzen, aber schwall mich nicht voll, labert mich nicht voll, ich mag jetzt einmal nur da sitzen und schauen. Also, dann schaue ich halt eine Stunde oder zwei oder drei oder vier. Ja. Und dann musst du jemanden haben, der das kann, daheim auch haben, der das kann. Weil du sagst, ich bin einfach da gesessen. Und wenn du aber daheim dann hörst, da bist du halt früher schon da gesessen. Oder bist du, und auf Nacht, wo sie sitzt, wieder dort, dann das Zeitgefüge passt dann nicht. Und wenn das Zeitgefüge nicht passt, dann passt eigentlich nichts. Hat sich das in deinem Leben verändert im Laufe des Lebens? Hat das was mit Alter zu tun, dass du jetzt, was weißt, die Zeit wird immer weniger? Ja, dass man sich mehr nach der Zeit sehnt, nach dieser Zeit, wo nichts ist? Nein. Oder ist das, hat es schon so jung auch gehabt? Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass meine Zeit weniger wird. Also ich hab das Gefühl, dass meine Zeit mehr wird. Weil ich mir mehr nehme. Also okay. Das ist definitiv. Ist so, wenn ich zwei schöne große Konzerte habe im Jahr, dann mache ich im Herbst aus 6 Konzerte weniger. Also weißt du, ich tue das immer so, wenn ich weniger Bandkonzerte habe, bleibt mir mehr übrig, bin ich solo unterwegs, verdiene ich mehr. Das ist, meine Zeit wird eigentlich mehr, nicht weniger. Also definitiv habe ich das Gefühl, dass meine Zeit, ich möchte nach hinten raus mehr Zeit haben. Deine subjektive Zeit wird mehr. Genau. Okay. Natürlich die Tage, die ich noch leben werde, ist eine andere Zeit. Ja, klar. Da denke ich meistens gar nicht wirklich so drüber nach. Weil das ist unantastbar. Ja. Weil ich fahre jetzt dann mit meinem Freund, der fährt mich daher, fahre ich heim und dann bin ich hier. Ich komme genau bis zum Wochensee oder was weiß ich was, dann zack, macht's. Genau, also über diese Zeit mache ich mir keine Gedanken. Und dann sage ich da bei dir, werde schon weniger hinten aussehen. Dann passen. er war vorausschauend, ein Hellseher. Der hat das gewusst, Bitte vorsichtig sein beim Heimfahren. Ja, bitte ganz vorsichtig. Ja. Die letzte Frage an den Hans Söllner ist, wie wird man zu einer gültigen Stimme? Ich glaube eher, dass die Frage besser gestellt war, wenn man sagt, wie wird man zu einer ungültigen Stimme? Du bist von Anfang an eine gültige Stimme. Okay. Wir wären alle eine gültige Stimme, lassen es aber zu ungültigen Stimme. Wir wären alle eine gültige Stimme, aber wir lassen dann zu, dass wir ungültige Stimmen werden. Okay. Gut, dann frage ich so, wie kann ich das verhindern? Bei mir gar nicht mehr, weil ich bin ja schon eine ungültige Stimme in deiner Definition. Da gibt es ein ganz einfaches Sprichwort. Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und da meine ich jetzt wirklich alle Lebewesen durch die Bank. Mhm. Okay. Ja, das ist eigentlich damit ist ein super Schlusssatz. Jetzt habe ich auch bitte, du weißt, du sollst mir einen Namen aufschreiben von irgendjemandem, wo du sagst, der gehört auch daher, der muss da noch was sagen. Okay. Ja. Ich weiß, du hast ein Kochbuch gemacht, oder? Nein, ich schreibe jetzt eben da den. Der will da drauf. Nein, warte noch, schreibe mir nur drauf. Das ist mir im Wochenende inszeniert. Das okay. Ich gehe dann, was das ist. Also Ritual. Ein Ritual, okay. Und dann schreibst du also das Letzte, was die Leute sehen von der Sendung, ist der Name, der da steht. Ah, okay. Ja. Okay. Aber mich interessiert jetzt trotzdem, wer das ist. Vorher schon, ich bin jetzt neugierig. Mhm. Ja. Also,
Der Steffen hat mit mir. Ich bin ein Teil von dem Kochbuch von ihm. Ja. Das ist das da. Ja. Und da tut er sich aus der Szene mit Bekannteren und weniger Bekannteren. Und das ist eben das Schöne, dass nicht lauter Stars da drinnen sind, sondern wirklich Bekannteren und weniger Bekanntere. Reggae-Künstler aus der Szene zusammen und kocht mit denen. Und zwar wirklich so unplugged. Ja. Also bei mir daheim ein bisschen und bei dem da draußen ein bisschen und bei dem so. Ja. Bei ihm am und dieses Buch heißt eben nur Feier. Und das ist einfach ein wahnsinnig schönes Kochbuch, zumal ich sage, dass halt so meine Lieblingsgerichte drin sind. Und ich bin ein ziemlich einfacher, einfach essender, ein denkender Mensch. Ich mag einen Reibertatschi mit, was weiß ich was, Apfelmus. Und ich mag einen Semignidl mit Schwammerl. Und ich mag, das ist so. Aber Fleisch isst du ganz, bist du Vegetarier? Fleisch isst ich nicht, nein, ich isst Fisch. Aber nur meinen eigenen Fisch und keine, nichts aus dem Meer. Okay, alles klar. Also das ist das. Ja. Okay, cool. Dann sage ich danke. Schau mal den Namen auf. Hans, hat mich gefreut. Ja, und alles wird gut. Okay. Ich zeigen. Schauen wir mal. Ja, glaube ich schon. Ja. Und vorsichtig heimfahren. Wird's wirklich. Ja, ja, ich versprich's dir. Ja. Auf jeden Fall. Besser erst um 12 zu Hause als um 11 im Krankenhaus. So schaut's aus. So schaut's aus. Gut. Vierte, Papa, danke. Okay. Ja, servus. Da muss ich immer wieder nachschauen. Wenn ich das traue. Aber ich traue mir das.